Juan Carlos und Johann Greif. Und Nummer 8, das ist Migueli. Und das war der Spielbeginn der ersten 45 Minuten. De La Cruz. Ideale Verhältnisse heute in Barcelona. Es ist ein wunderschöner Herbstabend, eine Temperatur von 13 Grad Celsius, ein ganz leichter Wind weht hier über dem Campo Nuovo, dem neuen Stadion des FC Barcelona. Reschak. Einwurf für die Holländer Mladen Rabljak, der Jugoslawe im Team von Feyenoord. Restful. Mora. Und erster gefährlicher Konterschlapp der Holländer, die ja bewusst auf diese Aktionen hier in diesem Spiel hinarbeiten. Und Mora bekundet Mühe. Van Hanichem. Wieder Restwo. Und der Jung hat eine Chance. Riefe. Und Mora. Ja, die Holländer spielen recht resolut in diesen ersten Minuten und das System der Holländer geht ja dahin, wenn möglich ein schnelles Tor zu schießen und dann auf absolute Defensive umzuschalten. Van Hanichem, Janssen und Rückpass von Neeskens zu seinem Torhüter Mora. Riefe. Und Einwurf für Feyenoord. Iverse, auch er war im ersten Spiel in Rotterdam nicht dabei. Er ist ein junger Spieler in der Feyenoord-Mannschaft. Er spielt heute anstelle von Voss. Zu steil für Migueli. Migueli ist der jüngste Mann bei Barcelona, 21 Jahre alt, erst vor kurzem aus dem Militärdienst gekommen. Und er scheint eine Blitzkarriere zu machen, denn der spanische Teamchef Kubala hat ihn bereits in den spanischen Teamkader für das nächste Länderspiel aufgenommen. Edi Reitl, 28 Jahre alt. Reisberg.
und Mora hat den Ball gerade noch vor der Torauslinie erwischt. Torres. Kreuz. Kreuz wird heute, so scheint es zumindest zu beginnen. Reisberg gestanden. Reisberg war es. Kommentatorlinie aus Barcelona gestört ist, steht es 1:0 für Barcelona. Torschütze war Rejac. Doch ja, die Wiederholung hat uns einen kleinen Streich gespielt oder die Tonstörung aus Barcelona. Es steht also weiterhin 0:0. Schiedsrichter Burns aus Großbritannien hat dieses Tor, dieses aus einem Freistoß nicht anerkannt. Die Spanier haben sich sehr gefreut, das haben wir im Bild groß gesehen. Der vermeintliche Torschütze war Rejac. Es steht also 0:0 weiterhin nach 8 Spielminuten im Spiel zwischen Barcelona und Feyenoord Rotterdam. Das Spiel hat in den ersten Minuten die typischen Szenen des Abtastens, des Sich-Kennenlernens. Die Aktionen sind überhastet und ungenau, doch bleibt also zu hoffen, dass sich das in den nächsten Minuten doch bessern wird. Reisbergen, der Mann mit dem bandagierten Knie. Er ist ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland groß herausgekommen und wie eingangs Robert Seger schon gesagt hat, nach der Weltmeisterschaft erst ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Er war also lange Zeit verletzt. Die Spanier greifen an und das ist ein Handspiel. Schiedsrichter Burns gibt Vorteil. Juan Carlos wird im letzten Moment
auf Höhe des Strafraums vom Ball getrennt. Es ist uns im Trubel der Tonstörungen entgangen, warum Schiedsrichter Burns diesen Treffer nicht gegeben hat. Diesen Mann kennen Sie, er wirft ein, Johann Cruyff und Treitl. Riefe, sehr offensiv. Rejak. Riefe. Ball war gedacht für Klares, doch ist der Spanier nicht mehr ans Leder gekommen. Zehn Minuten sind gespielt im nicht ausverkauften Nou Camp Stadion von Barcelona. Herrlicher Pass in den Raum. Und die Spanier können mit Glück das Ärgste hier verhindern. Es gibt Eckball für Feyenoord Rotterdam. Wiederholung. Es war gut gemeint, der Passball zur Mitte. Meine Damen und Herren, ich melde mich wieder aus dem Stadion von Barcelona. Direkt entschuldigen Sie diese Tonunterbrechung. Es ist heute ein bisschen verhext mit der Leitung anscheinend. Ich hoffe, dass es aber jetzt klappt. Sie haben ja alles mitbekommen. 1:0 führt Barcelona. Torschütze war Rejak in der 8. Minute bei einem Freistoß. Und Sie haben ja gesehen, wie Cruyff über den Ball gelaufen ist und Rejak hat es dann eingeschossen. 1:0 also für Barcelona. Und nun müssen sich also die Holländer zweifellos etwas einfallen lassen, denn mit dem Defensivsystem, wenn man bereits im Rückstand liegt, wird man ja wohl kaum weiterkommen. Und jetzt tritt wahrscheinlich das ein, was man doch befürchtet hat. Ohne echter Sturmspitze, ohne mittlere Sturmspitze wird es sehr, sehr schwer werden. Rejak, Neeskens, Meine Damen und Herren, ich muss mich also jetzt entschuldigen bei Ihnen. Durch den Umbau hier und durch die ganze Veränderung habe ich auf das Spielfeld gar nicht mehr gesehen. Es steht 0:0, es steht bitte nicht 1:0 für Barcelona. Dieser Treffer, den Rejak geschossen hat, der wurde nicht gegeben. Er wurde von Schiedsrichter Burns nicht gegeben, da es sich um einen indirekten Freistoß gehandelt hat und Rejak direkt eingeschossen hat. Ich habe mich jetzt erkundigt, die spanische Technik hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es war von uns aus wirklich nicht zu erkennen, da just zu dem Zeitpunkt ja alles ausgefallen ist bei uns hier, das Bild, und dann wurde die Anlage hier ausgewechselt, und ich hoffe, dass vielleicht mein Kollege in Wien das an und für sich richtig gesehen hat. Dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich Ihnen das jetzt nachträglich falsch geschildert habe, aber es ist natürlich hier in einem Hexenkessel, wenn dann auch die Technik ausfällt, manchmal schon ein bisschen schwierig. Also 0:0 und die Spanier greifen an über Juan Carlos. Und dann gibt es natürlich noch etwas hier in Spanien, was es woanders selten gibt. Es gibt keine Anzeigetafel, es gibt auch keine große Matchuhr. Man kann sich also auch da nicht orientieren, aber das ist eben keine Entschuldigung. 0:0 steht es.
Eisbergen. Ramljak. De la Cruz. Migueli. Rife. Reschak. Rife. Und herrlicher Kopfball von Nesken. Die Wiederholung. Der Mist nach vorne gelaufene Rife. Der Außenverteidiger. Gute Flanke und hoch hinaufspringt Nesken, aber zu hoch geht der Ball. Allerdings mit voller Wucht den Ball getroffen. Torres. De Jong. Und die Holländer werfen ein. Gespielt 17 Minuten in der ersten Spielhälfte. 0:0 zwischen Barcelona und Feyenoord Rotterdam. Van Hanichem. Für Ramljak. Und Außennetz. Auch hier eine Wiederholung. Van Hanichem, gut gemacht an sich dieser Trick. Ramljak schießt aber ans Außennetz. Jansen. Das Publikum hier wird langsam ungeduldig, noch immer also kein Tor für Barcelona gefallen. Foul von Olsen gegen den spanischen Kapitän Torres. Rife. Reschak. Migueli war zuletzt am Ball, aber der Ball war bereits über der Torauslinie.
Breitl. Für die Holländer heute das 37. Spiel im Europapokal der Landesmeister. Nur 7 Niederlagen in den bisherigen 36 Spielen. Schneider. Gefährlich. Greif. Reschak. Und Eckball. Das war sehr, sehr riskant von Schneider, hier die Wiederholung. Johann Greuff hat das blitzschnell erkannt, legt auf für Reschak. Und es gibt Eckball. Eckball für Barcelona von der linken Seite und rechts außen. Reschak wird diesen Eckball ausführen. Reschak, der am Anfang seiner Karriere bei Barcelona links außen gespielt hat. Aber er schießt mit dem rechten Fuß. Und Offside. Torres. Hohes Bein und Freistoß für die Holländer, indirekter Freistoß. Neskens. Gut gemacht jetzt von Reisbergen. Reisbergen war ja insgesamt 12 Wochen verletzt, hat sich im Weltmeisterschaftsendspiel bei einem Duell mit Gerd Müller verletzt und man rätselte über seine Knieverletzung und wusste nicht recht, was es tatsächlich ist. Torres, Juan Carlos, Reschak, auf Greuff, aber der Ball war auch für Greuff hier zu lang, zu weit geschlagen und Einwurf für Feyenoord. Auch heute bisher noch kein großes Spiel. Aber man muss sicherlich berücksichtigen, dass den Spaniern ihre Mittelfeldstrategen Martial und Asensi sicherlich fehlen. Theo Schneider, ein oftmaliger Internationaler. Torres. Der Abseits. Aber geschickt gemacht. Habt ihr gesehen, wie an einer Schnur gezogen die Holländer herausgelaufen sind, wie Costas andeutete zu schießen, aber zum Glück für die Holländer stand dann doch der Spanier in Abseitsposition. Aber sowas kann ins Auge gehen.
Kreisberg, Johann Greuff jetzt in der Mitte des Bildes. De la Cruz, Mora. Riefe. Reschak. Torres. Morgen beginnen hier in Barcelona übrigens die Feiern anlässlich des 75-jährigen Bestehens des FC Barcelona. 3 Wochen lang wird mehr oder weniger gefeiert mit einigen großen internationalen Fußballfreundschaftsspielen gegen Manchester City und gegen die Nationalmannschaft der DDR. Nicht unbedingt sattelfest die Abwehr von Barcelona, aber das wusste man ja schon, dass der wunde Punkt an und für sich in dieser großartigen Mannschaft die Abwehr ist. Vor allem dann, wenn eine Mannschaft spielt, wenn man versucht, die Spanier auszuspielen in der Abwehr. Van Hanegem. Evasee. Und Riesenchance, eine Riesenchance für Feyenoord. Christensen, der Däne, hat die Möglichkeit vergeben. Hier, Christensen. Aus einer ähnlichen Situation hat er in Rotterdam an die Querlatte geschossen. Vielleicht stand er in Rotterdam etwas besser, aber auch hier eine große Möglichkeit. Sehr gut gemacht von Evasee, vom linken Außenverteidiger. Gespielt sind 28 Minuten 0:0 zwischen Barcelona und Feyenoord Rotterdam. Sollte es heute übrigens nach 90 Minuten ein 0:0 geben, dann gibt es ein Nachspiel von 2x15 Minuten, fällt dann ebenfalls noch kein Tor, dann sehen wir ein Elfmeterschießen. Gibt es ein 1:1, dann steigt Feyenoord Rotterdam in die nächste Runde auf, denn dann zählt ja das hier in Barcelona erzielte Tor doppelt. Beide Mannschaften haben übrigens ihr letztes Meisterschaftsspiel 3:3 gespielt. Feyenoord am Samstag gegen Den Haag und Barcelona bereits am Freitag in Madrid gegen Atletico. Janssen. Reisbergen. Und abseits. Sehr aufmerksam, Schiedsrichter Burns, immer auf Ballhöhe und auch bei kritischen Entscheidungen unnachgiebig. Und vor allem hat er sich bisher hier von der Atmosphäre sicherlich nicht anstecken lassen. Schauen Sie, wie eine Kette gräbt Reisbergen an Greuff und Holländer untereinander. Neeskens gleich zur Verteidigung von Greuff da gewesen.
Wie hoch der Einsatz in so einem Spiel ist, das beweisen dann immer derartige Szenen, wenn den Spielern beinahe die Nerven durchgehen. 0:0 nach der ersten halben Stunde. Schneider. Und bisher hat Feyenoord Rotterdam zweifellos hier überrascht. Mit einem sehr klugen und sehr aufmerksamen Spiel. Und Mora. Reschak. Und wieder auf Zeitstellung. Immer wieder laufen also die Stürmer von Barcelona in die sehr geschickt operierende Abseitsfalle der Holländer. Wim van Hanegem. Für Reschak und Abseits. Und die ersten Sitzpolster sind aufs Spielfeld geflogen, als Zeichen der Entrüstung, aber auch diesmal schien die Entscheidung völlig richtig fallen. Wird der Schiedsrichter hier von seinen Linienrichtern hervorragend unterstützt und die Linienrichter stehen ja wirklich in jedem Fall auf Ballhöhe und sehen tatsächlich genauer. Der Däne Christensen, der so wie Willi Kreuz von Sparta Rotterdam zu Feyenoord gekommen ist. Kostas, Neeskens. Riefe. Läuft, aber schon abgepfiffen. Freistoß für Barcelona. Janssen, De La Cruz, Nesken, Juan Carlos, Riefe und Cruyff, der sich jetzt mehr auf die rechte Seite herausstellt, um dem Reisbergen zu entwischen. Und Tor! Tor! 1:0! Für Barcelona, Torschütze Reschak. Jetzt hat es geklappt, jetzt zählt der Treffer 1:0 und die Begeisterung ist groß. In der 34. Spielminute Reschak auf 1:0 nach einer Flanke von Cruyff bei einem Freistoß. Also jetzt ist es tatsächlich 1:0 hier. Vorher war der Freistoß und jetzt noch einmal Cruyff, die Flanke und Reschak beinahe hätte Dreitl den Ball noch erwischt, aber es war ein gefährlicher Kopfball, ein Bodenaufsitzer Kopfball, genau etwa an der Torlinie sprang der Ball auf und 1:0 für Barcelona.
Karte. Gelbe Karte für De La Cruz. Im ersten Spiel in Rotterdam erhielt Kostas auch wegen Foulspielen seine gelbe Karte. Und an der Außenlinie wärmt sich Willi Kreuz auf. Will Körber muss ja umstellen, er kann jetzt tatsächlich nicht mehr auf Defensive spielen, gefährliches Rückspiel. Aber Mora. Hier ist ganz kurz im Bild, im Kopf von Willi Kreuz sieht man. Er wärmt sich also auf, er wird jetzt ins Spiel kommen. Er muss einfach ins Spiel kommen, eine Sturmspitze muss ins Spiel, denn nun müssen ja die Holländer zumindest einen Treffer erzielen. Micheli. Christensen. Reisbergen, der einmal nicht bei Cruyff war und schon war es geschehen. Janssen. Van Hanegem. Und Foul. Foul an Van Hanegem und hier ist Willi Kreuz. Ramljak war im Bild. Cruyff. De La Cruz. Und Freistoß für Barcelona. Im Stande von 1:0 für die Spanier. 1:0 steht es damit auch in der Summe der beiden Spiele und im Moment ist Barcelona eine Runde im Europacup weiter. Gut gemacht von Reisbergen. Enormer Einsatz auf beiden Seiten, wie bereits im ersten Spiel. Wieder Cruyff. Wieder eine herrliche Flanke. Rejac und Tor. 2:0, ein großartiges Tor. Cruyff, Flanke auf Rejac und 2:0. Ein prachtvolles Tor, wie man es wirklich nicht alle Tage sieht, aber Rejac völlig frei, nimmt den Ball volley. Und jetzt tobt das Publikum verständlich. Cruyff und Rejac und zweimal ein Treffer, einmal per Kopf und einmal mit dem Fuß, aber diesen Treffer sehen wir uns gerne noch einmal an, denn so einen Treffer sieht man wirklich nicht alle Tage. Ein kluger Pass von Cruyff, eine kluge Flanke und ein prachtvolles Tor. 2:0. In der 39. Spielminute, also 2:0 und wahrscheinlich bereits die Entscheidung zugunsten der Spanier. Wieder Rejac. Und Cruyff. Ja, jetzt hätte er sich revanchieren können, selbst mit einem Tor. Diesmal hat Rejac für ihn abgespielt. Auch er spielt gut ab.
Und Cruyff wollte mit dem linken Fuß so am Torhüter vorbeitupfen den Ball, aber ihm nicht ganz gelungen. Eine große Chance jedenfalls für Cruyff zum 3:0. Und Willi Kreuz hat in der Zwischenzeit wieder auf der Spielerbank Platz genommen. Will Körber hat also sich überlegt, er hat nicht gewechselt. Vielleicht erst zur Pause, aber jetzt wird es wahrscheinlich zu spät sein. Hanichem, De Jong und abseits. Und seit sich Johann Cruyff von Reisbergen lösen kann, seit diesem Zeitpunkt spielt Barcelona, seit diesem Zeitpunkt sind die Spanier brandgefährlich und die Tore fielen eben zwangsläufig aufgrund der eben herausgespielten Chancen und die Chancen, die sie vorfanden, wurden eiskalt ausgenutzt. Sieht man davon ab, dass Cruyff auf 3:0 bereits hätte stellen können. Der Mann des Abends bei Barcelona jedenfalls vorerst rechts außen Reschak mit seinen beiden Toren und jenem Treffer, den ich ihm bereits zuerkannt habe, diesem Freistoßball, der dann vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde und wo es bei uns hier die Umstellung und die Unterbrechung gab, wofür ich nachträglich noch einmal um Entschuldigung bitte, aber 2:0, Reschak. Wieder abseits. Aber die Spanier spielen jetzt mit dem Longpass. Und reißen mit diesen weiten, langen Pässen die holländische Abwehr auf. Noch etwas mehr als 2 Minuten in der ersten Spielhälfte. Schneider. Und Einwurf für Feyenoord. Wieder mal hat sich gezeigt, dass man einen Johann Cruyff einfach nicht für 90 Minuten ausschalten kann. Man kann auf Johann Cruyff decken, man kann ihn viel von seiner Gefährlichkeit nehmen, aber man kann ihn eben nicht für 90 Minuten neutralisieren. Johann Cruyff sucht sich einfach den freien Raum und schafft so die Möglichkeiten. Das hat er hier mustergültig vorexerziert. Juan Carlos, wieder Reschak. Für die Spanier. Letzte Minute der ersten Spielhälfte. 2:0 für Barcelona. 2 Tore von Reschak. Und
Dem holländischen Trainer Körber wird man mit Recht von Seiten der Journalisten den Vorwurf machen, dass die Taktik doch nicht ganz richtig war. Man hätte eben mit einer echten Sturmspitze beginnen müssen und die Chancen für die Holländer waren nämlich da. Es fehlte die echte Sturmspitze. Und hier der Pausenpfiff von Schiedsrichter Burns. Meine Damen und Herren, in Österreich Spielstand in Barcelona im Europapokalspiel der Landesmeister FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam. 2:0 durch zwei Tore von Reschak. Anstoß in der zweiten Spielhälfte hat Feyenoord und spielt von links nach rechts zu erkennen an den helleren Trikots. Schneider. Reschak. Streifel. Hanichem. Kreuz. Und Mora. Juan Carlos Neeskens, Riefe Neeskens, verfolgt von Kreuz, der anstelle von De Jong jetzt in der zweiten Spielhälfte bei Feyenoord spielt. Reschak, Migueli. Abseits. Neeskens noch vor der Hauptlinie und Eckball. Eckball für die Spanier und Reschak, der fast alle Eckbälle ausführt, wird auch diesen Eckball durchführen, diesmal von der rechten Seite. Und Abstoß. Die Spanier waren einmal im Finale des Europapokals, allerdings schon lange her, 1961, und damals gab es in der Schweiz in Bern eine Niederlage gegen Benfica im Ausmaß von 2:3. Damals spielte bei Barcelona noch der berühmte Sturm mit Kubala, Kosic, Evaristo, Suarez und Gibor. Kubala, der spanische Nationaltrainer, wohnt übrigens diesem Spiel als Zuseher bei. 3 Stoß, Foul von Juan Carlos an Reisberg. Blick auf die Betreuerbank. Und gelbe Karte für Van Hanichem.
Einwurf für Barcelona, Riefe. Juan Carlos. Mora für Kreuf und hier ist Reisbergen. Klares, Kreuf. Und Reschak. Gefährliche Situation, aber Dreisel hat hier noch retten können. Hier, Reschak mit unheimlichem Einsatz hat Evers hier den Ball abgenommen. Minuten in der zweiten Spielhälfte gespielt. 2:0 führt Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam. In der ersten Runde spielte ja Barcelona gegen Föst Linz und der österreichische Meister verlor hier im Stadion Barcelona mit 0:5. Damals war Klares, der Linksaußen, der erfolgreichste Schütze mit 2 Toren. Den Linz gab es ein 0:0, so wie in Rotterdam. Van Hanichem, Kreuz Van Hanichem, Olsen, und Breitmoor für Reisbergen. Etwas ist vielleicht interessant, Johann Cruyff hat ein interessantes Angebot bekommen und zwar von einem englischen Fußballclub von der berühmten Londoner Mannschaft Arsenal. Hat ihm 10 Millionen Schilling Handgeld geboten, wenn er zu dem... Und hat eine Riesenmöglichkeit aussetzt. Eine Riesenmöglichkeit für Willy Cruyff bei einem Fehler der spanischen Abwehr hier. Rückpass, schlechter Rückpass von Neskens war es und Willy Cruyff kam blitzschnell im Besitz des Balles und schoss ans Außennetz. Jetzt hatte Cruyff die große Möglichkeit, auf 1:2 zu verkürzen. Schade für Cruyff. Fehlschuss von Cruyff, von dem ich eben vorher gesagt habe, dass er ein Angebot von Arsenal London bekommen hat, aber er dürfte sehr viele Angebote bekommen. Er hat noch einen Vertrag über 20 weitere Monate hier in Barcelona und dann munkelt man bereits, will er zurück nach Holland, wieder zu seinem Stammclub, zu Ajax. Repo. Juan Carlos. Neskens.
Klare. Kreuz. Torres. Und abseits des Nächsten. Die Holländer müssen ihre Chance suchen, sie müssen einfach angreifen, sie müssen es riskieren. Und wieder eine Möglichkeit. Omora. Diese Aktion in der Wiederholung, Flanke von Repo. Und wieder Kreuz, gut gemacht von Kreuz, der wesentlich mehr Druck in die Aktionen der Holländer bringt und man kann sich nur wundern, weshalb man auf diese Sturmspitze in den ersten 45 Minuten verzichtet hat. Aber jeder Trainer hat eben sein eigenes Konzept, seine eigene Vorstellung, die aufgehen kann oder auch nicht. Reitzel. Reisbergen. Und wieder Kreuz. Flanke von Reisbergen. Und Kreuz. Schön wollte er es machen, aber über das Tor. Dreimal innerhalb kurzer Zeit Willi Kreuz in einer ausgezeichneten Situation zu einem Treffer. Zum Teil sind das Situationen, die ein anderer Spieler nicht erreicht, wenn man eben nicht mit diesem Einsatz operiert. Von Hanichem. Schneider. Torres, Riefe, Neeskens, Greif, Riefe, Reschak. Kreuz, Reschak, Kreuz. Freistoß für die Spanier. Man weiß nie genau, was bei einer Aktion von Greif kommt. Er zeigt jedenfalls etwas. Ja, und gefährlich war der Ball wieder innen und Nesken. Zunächst hatte schon Juan Carlos eine Chance. Und Neeskens, aber er hat den Ball nicht richtig getroffen. Aber diese langgezogenen, weitgeschlagenen Flanken von Greif, die über die Verteidigung hinweggehen, ans andere Ende des 16-Meter-Raumes, für einen plötzlich heranspringenden Spieler,
Bernardi Bianchetti Micheli mit vollem Namen. Noch 30 Minuten und immer noch 2:0 für Barcelona. Das natürlich im Vergleich zum ersten Spiel vor 14 Tagen wesentlich besser verläuft, aber die Verhältnisse sind heute eben auch für ein Fußballspiel ideal, zum Unterschied von Rotterdam. Jansen, Schneider, hat Reinsbergen den Ball abgenommen. Ausgelegt wieder für Deschen. Ja, das konnte man fast erraten, was jetzt kam. Und zwei Mann haben hier De La Cruz in die Stange genommen. Reinsbergen und Ramljak. Einen ganzen Rasenziegel hat er rausgerissen dabei. Und eine gelbe Karte für Ramljak. Das ist die dritte gelbe Karte in diesem Spiel. Eine für De La Cruz bei den Spaniern und hier von Hanichem und Ramljak bei den Holländern. Wieder ein Freistoß, jedenfalls für Barcelona. Wieder wird Johann Cruyff den Freistoß ausführen. Immer wieder sucht er Neeskens bei diesen Freistößen, aber Neeskens hat vorher noch kein Schussglück und auch kein Glück mit seinen Kopfbällen. Die Spanier haben sozusagen noch als Reserve für den Europacup, wenngleich er im Moment noch nicht eingesetzt werden darf, den Brasilianer Mario Marinho, der in der brasilianischen Weltmeisterschaftsmannschaft gespielt hat, der allerdings nicht zu verwechseln ist mit dem blonden Francisco Marinho, dem besseren der beiden Marinhos, dem Außenverteidiger. Aber auch Mario Marinho, der Vorstopper gespielt hat, ist ein hervorragender Fußballer, der allerdings im Europacup noch nicht eingesetzt werden kann, der hier sich mit seinem bei Marseille spielenden Landsmann Paulo César getroffen hat. Und noch einen Ausländer gibt es bei Barcelona, den Peruaner Sotil, der Stammspieler war, aber von Neeskens aus der Mannschaft verdrängt wurde. In der Meisterschaft dürfen in Spanien nur zwei Ausländer spielen und das sind eben Cruyff und Neeskens. Foul von Reinsbergen. Und Freistoß für die Spanier Riefe und Cruyff. Juan Carlos. Und Reinsbergen. Hier läuft Riefe kein Abseits, man hat es gut gesehen, er ist richtig nach vorne gelaufen, war ein eingespielter Zug. Aber Dreitl hat richtig reagiert. Noch 25 Minuten Zeit für die Holländer, diesem Spiel eine aber kaum mehr zu erwartende Wendung zu
gegeben. Foul an Kreuz. Und Schiedsrichter Burns notiert Jansen. Reischak. Ramljak. Und nach dem Muster der Weltmeisterschaft gibt es jetzt einen Wechsel bei den Holländern. Aus dem Spiel kommt Olsson. Und ins Spiel ein weiterer Stürmer, Schumacher. Trainer will Körber, muss also alles riskieren. Eine weitere Sturmspitze ins Spiel in die letzten 25 Minuten. Den langen Schumacher, der sich normalerweise mit Willi Kreuz um die Position des Zentrumstürmers duelliert. Jansen. Und da ist die Latte geköpfelt von Kreuz. Hart genommen, der Österreicher ist im Strafraum. An die Latte geköpfelt von Willi Kreuz. Die Wiederholung. Jansen, Kopfball. So, wenn das nicht weg ist, vor allem für den Österreicher in diesem Spiel. Eines muss man den Holländern wirklich lassen. Sie haben die Köpfe nach dem 0:2 nicht hängen gelassen. Sie versuchen mit aller Kraft hier vielleicht das sehr schwierig erscheinende noch wettzumachen. Aber sie hatten schon Chancen, Vittori. Kreuz. Und Schneider. Wird es den Kapitän der Spanier Torres etwas erwischt. Und hier hatten wir Willi Kreuz. Willi Kreuz, der sich ja schon sehr auf das Länderspiel für die österreichische Nationalmannschaft gegen die Türkei freut. Kostas auf Reischak. Jaren. Wieder Reischak. Nissen. Die Holländer, die zweifellos erfolgreichere Mannschaft in den europäischen Pokalbewerben, immerhin bereits einmal Europapokalsieger, 1970 Finalsieg gegen Celtic Glasgow mit 2:1. Reisbergen. Ganz frei Schumacher. Und der Schiedsrichter hat, glaube ich, nicht abgepfiffen in dieser Situation. Die Spanier hatten hier auf Abseits reklamiert. Die Wiederholung. Schumacher, die Spanier haben Abseits reklamiert. Und Schumacher vergab diese große Möglichkeit. Es gibt Abstoß.
Ja, keinerzeit. Schumacher kann es nicht fassen, dass er diese, die größte Chance zweifellos in diesem Spiel nicht nützen konnte. Naja, kein Abseits, es gibt Abstoß. Mora wollte das Abseits. Greif. Greif für Reischak. Und frei ist wieder Reischak im Tor. Greif, Reischak. 3:0. Die Wiederholung. Greif erwischt den Ball noch vor der Außenlinie und ganz frei wieder Reischak und wieder Volley geschossen von Reischak. In der 71. Spielminute der dritte Treffer von Reischak und 3:0 und damit die Entscheidung in diesem Spiel. Ein klarer Sieg der Spanier bahnt sich an und dreimal waren es Greif und Reischak, die hier für die Entscheidung gesorgt hatten. Und für Reischak der dritte Treffer in diesem Spiel. Klare. Greif. Ressel, Kreuz und Eckball. Wieder eine große Möglichkeit für die Holländer. Die Wiederholung. Van Hanegem verschießt. Die Spanier werden auswechseln. Hier haben wir Gallego. Ein routinierter Mann, der seit vielen Jahren bereits bei Barcelona spielt. Kommt er jetzt ins Spiel oder nicht? Venus Miki wartet noch, ja. Migueli scheint angeschlagen zu sein. Migueli humpelt etwas. Aus dem Spiel geht jetzt Costa. Ja, zwei Spanier waren angeschlagen und Mikkel ließ sich Zeit, welcher der beiden Spieler eher weiterspielen kann. Man hat deutlich gesehen, wie Migueli einige Laufschritte gemacht hat, um sich selbst zu testen. Und dann hat man entschieden, Costa aus dem Spiel und Gallego anstelle von Costa und Migueli spielt weiter. Ein taktischer Zug von Rinus Michel, der nicht voreilig gewechselt hat, sondern genau überlegt hat. Schumacher. Und Torres. Neskens. Und Abseitsstand. Reischak.
Auf alle Fälle ein Spiel, meine Damen und Herren, das anzusehen sich wirklich gelohnt hat, denn es gab zeitweise prachtvolle Szenen und wunderschöne Tore, die man wirklich nicht alle Tage sieht. Eine doch stärkere spanische Mannschaft, aber eine holländische Mannschaft, die viele Chancen gehabt hat, Chancen für zumindest zwei Tore, die aber auch die besten Chancen nicht ausnutzen konnte. Und jetzt kommt da noch ein zweiter Spanier, man wird also wahrscheinlich jetzt doch auch Migueli auswechseln. Greif, der einfach überall ist, einmal rechts, einmal links. Und den zu beschatten, auch jetzt in der zweiten Spielhälfte, Reisbergen nicht mehr so genau nimmt. Wer spürt sicherlich noch den großen Trainingsrückstand, den er einfach nach einer 12-wöchigen Pause haben muss. Klares? Und außen. Schneider. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Und 3:0 für den FC Barcelona. Der sich damit heute sicherlich selbst das schönste Geschenk anlässlich des 75-jährigen Bestandes des Football Club de Barcelona gesetzt hat. Jedenfalls wird diese spanische Mannschaft einer der ganz großen Favoriten auf den Gewinn des diesjährigen Europapokals der Landesmeister sein. Eine Mannschaft, die mit Martial, Asensi, wenn sie wieder spielen können, und auch mit Marinho noch wesentlich stärker sein sollte. Aber der entscheidende Faktor des Erfolges von Barcelona, und das hat auch dieses Spiel genau gezeigt, der ist und bleibt einfach Johann Cruyff, auch dann, wenn er die Tore nicht selbst schießt, sondern wenn er eben nur die entscheidende Vorarbeit zu diesen Toren leistet. Migueli. Riffe. Nesken. Torres. Der Libero, der sich jetzt schon weit nach vorne wagt. Respo. Und Foul von Gallego gegen Respo. Und blitzschnell hat der Schiedsrichter Burns die gelbe Karte gezückt. Gelbe Karte für Gallego. Ein souveräner Leiter dieses Spiels jedenfalls der Engländer Burns. Klares. Abseits. Das drei Mann waren abseits. Nesken, Klares und Reschak. Die Holländer haben im Vorjahr den UEFA-Pokal gewonnen gegen Tottenham Hotspur.
keiner Zeit für Rejac. Und 13. Schumacher. Kreuz und abgewehrt. Willi Kreuz ist wirklich der Pechvogel dieses Spieles. Dem alles gelingt, während Willi Kreuz nichts gelungen ist. Minuten zu spielen. Aber die Entscheidung ist längst gefallen. Die Spanier steigen in die nächste Runde im Europapokal der Landesmeister auf. In insgesamt 4 Spielen in diesem Bewerb haben die Spanier bis jetzt noch keinen einzigen Treffer einstecken müssen und halten bei einem Torverhältnis von 8:0. Jared. Missverständnis im Abspiel zu Neeskens und wieder Rejac. Rejac und Cruyff, die absoluten Dominatoren dieses Spieles. Cruyff, gefährlich! Zunächst wartet alles auf die Flanke, dann plötzlich mit viel Effet und der Ball senkt sich hinter Torhüter Treitl, aber doch über das Tor. Christensen, viel zu lange gewartet. Etwas zu viel des Guten beim dritten Holländer ist da hängen geblieben. Wim Janssen. Aber das sind schon Zeichen der Resignation bei den Holländern. Jetzt kommt mit Nummer 15 Albert Alejo ins Spiel, aus dem Spiel Migueli. Applaus für den jungen Migueli. Kurze Haare, Sie haben gesehen, er kommt aus dem Militärdienst, da nimmt man es noch sehr genau. Ansonsten ja doch alle mit den heute modernen, längerem Haarschnitt, aber der Migueli richtig militärisch kurz geschnitten. Albert Alejo. Rejac. Neeskens, aber abseits. Thank you.
Für die Spanier übrigens heute das 22. Spiel im Europacup der Landesmeister. Nur 4 Niederlagen gab es in diesen 22 Spielen. Zweimal gegen Real Madrid, jeweils 1:3, einmal gegen Benfica mit 2:3 und einmal gegen den Hamburger SV mit 1:2. Gerade gegen den Hamburger SV hat sich Barcelona ja Anfang der 60er Jahre einige große Duelle geliefert. Und deshalb gibt es ja anlässlich des Jubiläumsfestes auch ein Spiel der alten Herren von Barcelona und HSV Anfang der 60er Jahre zum Abschluss der Festivitäten hier im Stadion von Barcelona Ende November. Nächsten noch 5 Minuten abseits. Reschak war bereits über der Mittellinie. Wieder eine Möglichkeit für die Holländer. Ramljak hängen geblieben an Cruyff. Sehen Sie, Cruyff am eigenen Strafraum. Und wieder von Cruyff gestoppt. Jetzt hätte ich ihn beinahe zu früh gelobt, denn nach einem Cruyff kann ein riskanter Rückpass passieren. Zunächst die Aktion wie Cruyff von Hanich im Stopp, jetzt der Rückpass. Und es gibt Eckball für die Holländer. Das war kein Schuss, um Mora zu bezwingen. Es bleibt beim 3:0, wenngleich sich die Holländer ja wirklich einen Treffer verdient hätten. Und es gibt jetzt einen indirekten Freistoß gegen die Spanier. Und zwar hat Torhüter Mora die 3-Schritt-Regel übertreten. Die Spanier wollten zunächst einen Foul von Kreuz gesehen haben, der war aber nur neben Torhüter Mora, hat ihn nicht attackiert und Mora hat hier die Schritte-Regel übertreten. Und es gibt indirekten Freistoß im Strafraum der Spanier. Zwei Minuten noch zu spielen, sofern Schiedsrichter Burns nicht etwas einrechnet. Vielleicht die Chance der Holländer zum Ehrentor. Dauert unendlich lange, bis der Ball freigegeben wird. Aber gar nichts herausgeholt aus dieser Möglichkeit. Und hier bereits das Schlusszeichen, eine Minute früher. Sie haben es gesehen, Schiedsrichter Burns hat nicht nachspielen lassen. Er hat sogar in der 89. Minute das Spiel bereits beendet. Endstand hier in Barcelona. Der FC Barcelona schlägt Feyenoord Rotterdam mit 3:0 durch 3 Tore von Reschak und steigt damit mit einem Gesamttorverhältnis von 3:0 in die nächste Runde im Europacup der Landesmeister auf. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Ich entschuldige mich noch einmal für die Tonstörungen und das kleine Missgeschick, das daraus resultierte. Verabschiede mich aus dem Stadion von Barcelona und wünsche Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.